Das Triforce vereint sich. Das Logo erscheint. Und Leute, damit auch willkommen zum Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Ihr habt dafür im Protect Showcase gestimmt. Es hat ganz knapp gegen Splatoon gewonnen. Und es ist einfach heftig. Es ist wirklich heftig. Ich hätte echt nicht gedacht, dass A Link to the Past mehr gesehen wollen würde als Splatoon 2. Natürlich wird Splatoon 2 dann nach A Link to the Past kommen, das kann ich jetzt hier schon mal sagen. Allerdings dachte ich mir trotzdem, alter, heftig, dass so ein altes Spiel, das am 21.11.1991 rausgekommen ist, noch so beliebt ist und allgemein eine so große Beliebtheit besitzt. Das hätte ich tatsächlich damals, bevor ich den Project Showcase gemacht habe, nicht gedacht. Eigentlich dachte ich tatsächlich, Splatoon wird Haus auch gewinnen. Aber ihr habt mich vom Gegenteil überzeugt. Und das finde ich klasse, dass die alten Spiele immer noch so beliebt sind. Selbst wenn sie nicht die neueste Grafik oder so besitzen. Das finde ich sehr, sehr cool. Aber ich würde mal sagen, wir legen los. Mega Link to the Past. Und oh, da habe ich ja meinen Test-Account gemacht. Upsi, den hätte ich vielleicht davor noch löschen sollen. Hoppala. Aber auf jeden Fall, A Link to the Past war auch das allererste Spiel mit orchestralischem Soundtrack. Man hört auch hier das Theme. Das ist alles von einem, sag's mir doch, das wäre mir das Wort nicht ein, Orchester, genau. Orchester eingespielt worden. Das war als allererste Zelda, was es auch dies besaß. Und dieses Theme, es ist prägend, nicht wahr? Es hat man schon so oft in der Zelda-Reihe gehört. Und wer hätte gedacht, dass es schon seit, wow, wenn ich jetzt mal so rechne, 9 Jahren und, boah, 28 Jahren existiert. Das ist schon heftig. Aber ich würde mal sagen, wir starten nun dieses geile LP ins Abenteuer. Natürlich wird das hier wieder ein 100% LP. Selbstverständlich. Man kennt es von mir, am meisten bei Zelda möchte ich immer die 100% haben. Aber ich sage hier gleich am Anfang, ich werde eure Hilfe benötigen. Ich brauche eure Hilfe für die 100%. Ich hatte bisher jetzt A Link to the Past nur einmal gespielt. Hab keinerlei Erinnerung mehr daran. Wirklich, keinerlei Erinnerung mehr. Und die 100% erst recht nicht. Also, ich wäre sehr, sehr froh, wenn ihr mir dabei helfen könntet, die 100% in diesem Spiel zu erreichen. Schreibt mir das als Kommentar, schreibt es mir privat oder sonst irgendwie, lasst es mich irgendwie zukommen. Und lasst uns dieses Let's Play gemeinsam gestalten. Aber ich würde dann nun sagen, auf geht's, dein episches Zelda-Abenteuer. Hilfe! Bitte, hilf mir, ich bin es, Zelda! Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Arganim hat die Burg voll unter seiner Kontrolle gebracht und er versucht nun alles, um das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Deshalb hat er den anderen 6 Vermissten. Ja. Mädchen, etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Hol mich doch endlich, bitte endlich hier raus. Hilfe! Junge, was ist mit deiner Stimme los? Bist du krank? Ja, ein bisschen. Ja, das merkt man, du bist echt ein bisschen heiser. Aber auf jeden Fall, ich gehe jetzt kurz fort. Am Morgen bin ich zurück. Bleib im Haus, verstanden? Und selbst wenn eine nackte Frau vor dem Fenster stehen sollte und dir den Arsch zustreckt, verstanden? Bleibst du hier drin und sprichst sie nicht an. Ich verlasse mich auf dich, mein Junge. Ja, ja. Das ist mir nicht noch einmal. Ja, oh, Großvater oder Onkel, besser gesagt. Aber dann würde ich mal sagen, beginnen wir. Und erst wenn wir hier mal die ganzen Krüge hier rauslegen, weil er mich keine Frau anfassen lässt, das finde ich jetzt definitiv ziemlich scheiße. Was haben wir hier drin? Eine Lampe. Du hast die Lampe, jetzt kannst du die Fackeln entzünden. Okay, auf Y, wenn ich Y drücke. Deine magischen Kräfte reichen nicht aus, um diesen Gegenstand zu benutzen. Wait, what? Ich brauche magische Energie für die Lampe? WTF! Aber, okay, gehen wir hier raus. Und schauen uns um und, oh shit, das ist ein ganz schöner Sturm hier. Also, das sieht mir definitiv nicht so gut aus. Und man merkt hier an der Stelle auch, ich habe es ein bisschen grafisch aufgehübscht. Ich hoffe, es gefällt euch so, wie ich es hier jetzt gemacht habe, weil ich dachte mir einfach so, das Original sieht ein bisschen pixelig aus. Und tue mich da ein bisschen rumfallen und macht es ein bisschen schöner. Ich hoffe, es gefällt euch so. Und was steht hier? Belohnung. 100 Rubine für den, der die Nachkommen der 7 Weißen findet. Oder der Weißen findet, der König. Wait, what? Weg mit dem Schild da, weg. Drecksack. Aber Alter, 100 Rubine. Das ist ja gar nichts. Also wirklich. Und der Weg ins Schloss quasi ist jetzt sehr gut aufgezeichnet. Den kenne ich tatsächlich noch. Deswegen ist es jetzt kein krasses Geheimnis, dass es hier ist. Aber ich denke mal, dieser Kreis hier markiert die Stelle. So viel weiß ich noch. Und dann würde ich sagen, runter dort. Und gehen wir dann runter. Oh shit, Eier gebrannt. Oh, oh,
Oh Gott, fuck. Alter, wisst ihr das, wenn ihr irgendwo euch die Eier anschlägt oder so? Kennt ihr das? Hilf mir, ich bin verliebt der Burg. Ich kenne einen Geheimgang. Ja, in dem bin ich gerade runtergestürzt und hab mir die Eier gebrennt. Du musst die Burgmauer entlang, um den geheimen Eingang zum Innenhof zu finden. Und tut mir leid, dass du dir die Eier wegen mir gebrennt hast. Ja, kein Thema. Oh. Okay, es geht wieder. Und Onkel? Oh, Malik, ich wollte dich mit in die Sache hineinziehen, aber... Warum hast du nicht auf mich gehört und bist im Haus geblieben? Hier, nimm mein Schwert und das Schild und hör mir genau zu. Unser Volk allein, besitzt das geheimnisvolle Schwert mit der besonderen Kräften. Halt den B-Knopf gedrückt, um die Kräfte zu sammeln und lass los, um zuzuschlagen. Bitte, Malik, hilf mir, meine Eier. Oh Gott, und mein Ende ist gekommen. Rette die Prinzessin, sie hat nur noch dich. Ach, mein Ende naht, meine roten Quellen auf. Die Prinzessin, du bist hier. Shit, er ist gestorben. Er ist gestorben durch zu starke Schmerzen an seinen Eiern. Ach du Kacke. Ach, Onkel. Ich werde dich dein Opfer nicht vergebens lassen. Ich hab dich lieb, mein Freund. Und ich werde jede Frau hinterher latschen und finden, die ich sehen werde. Ich werde es für dich tun. Aber okay, gehen wir jetzt mal kurz und... Ich möchte mal kurz eine Sache ausprobieren. Wie schnell kann ich den B-Knopf werden? Das ist mal kurz random. Okay, ziemlich schnell. Und ja, wie man hört, ich bin leicht erkältet tatsächlich. Tut mir leid an der Stelle, aber ich wollte das LP nicht weiter in die Länge ziehen, weil die Abstimmung war eigentlich schon gemacht und war sogar ziemlich eindeutig. Es hätte sich so schnell, glaube ich, jetzt nichts mehr geändert daran. Plus dazu habe ich mir einfach gedacht, yo, selbst wenn du krank bist oder stark erkältet bist oder so, nimm das LP auf, weil es muss irgendwann starten, ne? Und hier haben wir noch 5 Rubine kassiert. Dann aktivieren wir hier mal diese Fackel, damit wir hier mal ein bisschen mehr Licht reinbekommen in die Bude. Weil hier ist es unten ja ziemlich, ziemlich dunkel tatsächlich. Und nun kommen wir nach draußen. Und wir müssen es halt eben selber finden, diesen riesigen Burgteil, weil sie sagte, sie ist aber ein Verlies. Also würde ich sagen, müssen wir irgendwie runterkommen, also noch weiter runter. Und oh Gott, weg mit dir. Oh Gott. Und ein Herz. Nehme ich auch lieben gerne mit. Aber ich muss schon sagen, dass die SNES-Version halt deutlich schöner ist als die Game Boy Advance-Version. Ja, für die Leute, die es nicht wissen, es gibt auch eine Game Boy Advance-Version von A Link to the Past. Quasi ein Remake. Allerdings ist dort das Soundtrack nicht so gut und die Grafik. Deswegen habe ich mich auch für die SNES-Version entschieden. Da gibt es aber auch ein Tempel für Four Swords, meines Wissens nach, zumindest. Und mal schauen, wie ich das umsetzen werde. Und Biene! Hilfe? Bienchen, kannst du dich bitte verziehen? Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Ich hatte überhaupt keinen Bock, von ihnen gestochen zu werden. Und oh shit. Hier hört man es, glaube ich, auch zum ersten Mal. Das Hyrule Castle Theme. Hier wurde das Hyrule Castle auch, glaube ich, eingeführt. Und Alter, dieser Gegner macht mich gerade ein bisschen kalt. Verzieh dich. Also das war gerade echt knapper als gedacht, ne? Ich merke auch, ich muss erst mit der Steuerung wieder mal zurechtkommen, weil tatsächlich habe ich das lange nicht mehr gespielt und es steuert sich natürlich auch viel anders als die aktuellsten Zeldas, nicht wahr? Also da muss ich jetzt erstmal reinkommen und ein Krug und noch ein Gegner und oh Gott sei Dank ein Herz. Und ich würde mal sagen, wir schmeißen diesen Krug jetzt einfach auf diesen Gegner und nehme ich voll in den Nacken. Yo, der ist sofort tot. Wie cool. Aber... Naja, wir müssen es hier irgendwie Zelda finden und den Krug nehme ich einfach mal mit, weil das Ding definitiv OP ist als fuck und wir damit einfach alles in jedem zerbersten können. Und nein, ich kann nicht da runter mit dem Krug, aber ich kann die Treppe runter. Das ist nice, aber ich kann nicht durch Türen gehen, das ist definitiv scheiße. Und dann haben wir hier noch ein paar Lappengegner, die gesterben wollen. Und her mit dem Herz und weiter geht's. Und da haben wir einen starken Gegner, und ouch! Junge, diese Gegner machen mich echt ein bisschen fertig, ne? Muss ich schon an der Stelle gestehen. Also, die haben definitiv was drauf. Aber wo geht es jetzt eigentlich lang? Obwohl, es sieht mir nicht ziemlich richtig danach aus, weil... Doc ist nach unten und Doc ist auch nochmal nach rechts. Ich würde sagen, bevor wir dort runterlaufen, gehe ich erstmal in die Richtung, weil ich mich dort auch noch umschauen will. Und ach, scheiße. Ich würde sagen, laden wir die Würmerattacke auf und schnitzen den Typen auf, damit der so schnell nicht mehr aufsteht. Und ich denke, ich würde allgemein mehr mit der Würmerattacke arbeiten müssen, weil damit können wir halt auch hier echt einfach die Gegner one-hitten. Das ist heftig. Aber ich glaube, die blauen Ritter sind nochmal stärker als die grünen Ritter, nicht wahr?
obwohl die schon einiges auf dem Kasten haben. Und putz! Oh yeah, das ist geil. Das fühlt sich gut an, die Gegner zu one-hitten. Dann haben wir hier nochmal irgendwie einen Krug oder so, damit ich den auch nochmal eine in die Fresse klatschen kann. Wäre ganz cool. Obwohl, wir haben tatsächlich hier einen Krug und den nehme ich hier jetzt auch. Weil komm her, Schnucki. Oh, da putz! Nice. Und hier haben wir hier zwei Fackeln. Und wenn ich jetzt hier rausgehe, komme ich wo raus? Ich bin jetzt hier auf dem Dach. Okay. Das überrascht mich jetzt tatsächlich. Aber bevor wir jetzt hier weitergehen, würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal echt mal runter zum Verlies, weil ich merke schon wieder, mein Erkundungsdrang wird gefördert. Weil ich bin sowieso jemand, ich erkunde sehr, sehr gerne. Und ich habe Link to the Past echt lange nicht mehr gespielt. Also das ist schon einige Jahre her. Das letzte Mal, wo ich A Link to the Past persönlich selbst gespielt habe, war im Jahr 2016 vielleicht. 2016 kommt, glaube ich, gut hin. Und oh shit, ich glaube, das ist nicht auf dem richtigen Weg. Weg hier. 2016 frühestens. Also es ist mindestens 2016 ja gewesen. Wenn ich da mal so überdenke, das ist auch schon ewig her. Also wie schnell doch die Zeit vergeht, oder? Also wirklich, wow. Die Zeit vergeht wirklich ziemlich schnell. Und kein Wunder, dass ich dann keine Erinnerung mehr habe, wenn es schon so lange her ist. Aber tatsächlich kenne ich noch leicht den Weg zu Zelda. Den habe ich noch einigermaßen im Kopf. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los. Aber der Soundtrack muss ich hier einfach nochmal anmerken. Der ist so geil. Ich habe ihn schon immer gefeiert, den Hyrule Castle Theme. Aber hier ist es einfach nochmal irgendwie anders. Es versprüht einfach die Mächte der Königsfamilie aus, allerdings auch die Furcht von Zelda. Irgendwie würde es so beides symbolisieren, ist ganz komisch zu erklären. Aber wir sind jetzt im ersten Keller geschossen und oh Gott, ah! Weg mit dir, weg mit dir, weg! Und oh, er ist tot und danke für den Schlüssel! Und hier haben wir, du hast die Karte erhalten. Drücke X, um deinen Standort festzulegen, um einen Überblick zu bekommen. Okay, würde ich mal sagen, lassen wir uns mal einen Überblick kriegen. Und, es hat drei Kellergeschosse und zwei Stockwerke nach oben. Okay, sehr interessant. Da würde ich mal sagen, öffnen wir hier die Tür und gehen weiter und laufen hier entlang. Und Mann, oh Mann, da. Und hey, komm her, putz. Einfach mal in den Abgrund gestürzt. Tja, man soll sich eben von Abgründen fernhalten, my boy. Und putz und tschüss. Alter, das ist so geil, die Gegner einfach mit den Abgrund zu one-hitten. Das fühlt sich so gut an irgendwie. Hey, das ist cool. Das ist gut. Oh Mann. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass er mich nicht kriegt. Ich wollte es gerade noch sagen, dass er mich nicht kriegt und ich in den Abgrund stürze. Und was ist passiert? Natürlich genau das. Oh, man kennt es doch. Man kennt es und liebt es. Und falls sich Leute jetzt auch beschweren wollen, dass ich nicht der beste Skiller hier an den To The Past bin, lasst mich. Ich habe das ewig nicht mehr gespielt. Also, Klappe halten und zuschauen. Und wo haben wir jetzt den Gegner? Da. Okay, komm her. Putz. Oh yeah. One hit 1 und one hit 2. Und hier war irgendwo ein Herz. Das habe ich jetzt auch lieben gerne mitgenommen. Und da oben können wir lang, aber ich gehe jetzt hier lang. Weil das mir wichtiger aussieht. Es hat mehr Relevanz. Und du gehst jetzt sterben, my boy. Oh yeah. Dann gehen wir jetzt erstmal nach rechts, weil da ist eine Tür und da kommen wir nicht weiter. Und oh, steht schon wieder so ein One-on-One-Fight. Okay, von mir aus. Und, oh lol, ich kann da durchstarten? Wie geil ist das denn? Ja moin, da hat er überhaupt keine Chance. Das tut mir ja echt schon ein bisschen leid. Und, du hast den Boomerang. Wähle im Start den Knopf, um es mit nutzen zu können. Okay, das ist cool. Boomerang, meins. Jetzt haben wir den Boomerang schon erhalten. Das ist heftig. Und tatsächlich glaube ich auch, obwohl nein. Im allerersten Zelda gab es auch schon Items an sich. Ne, ja, gab es. Weil da habe ich es gerade überlegt, ob das hier in der Link to the Past auch eingeführt wurde. Aber nein, wurde es tatsächlich nicht. Aber was hier definitiv eingeführt wurde, ist dieses wirklich sehr ausgeprägte Dungeon-Design. Weil das Hyrule Castle könnte man als Dungeon betiteln und wir sind jetzt ganz unten. Sehr interessant. Und er ist betäubt. Und es kriegt ein paar Schläge in den Nacken. Nice, dicey. Und nun haben wir hier noch irgendwie Krüge, aber... Ey, das ist Zelda! Nice! Oh Gott! Wow! Jesus! Das ist der Typ. An den erinnere ich mich noch. Der habe ich immer fertig gemacht. Und das ist zu heftig und der ist down. Ja, cool. Du hast den großen Schlüssel. Damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Außerdem finde ich das auch gerade mega, mega episch, dass ich den Gegner so getötet habe. Was haben wir hier? 5 Rubine. Nice. Und hey, Zelda. Ich danke dir, Malik.
irgendwie habe ich gespürt, dass du kommen würdest. Ich habe dich nur nicht, ich ist ja nicht so als ehrlich gerufen oder so. Hör mir gut zu, Malik. Die Burgwachen stehen alle unter Arganins magischen Bann. Der Zauberer ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltiger Macht. Ich fürchte, mein Vater ist schon. Oh, ich habe solche Angst. Verstehst du mich? Ja, nicht genau. Hör mir gut zu, Malik. Die Burgwachen stehen alle unter... Achso, es wiederholt sich. Oh. Ich habe gedacht, jetzt tut sie irgendwie so eine Reaktion raushauen. Ja, ich verstehe alles. Schnell, lass uns hier verschwinden, ehe der Zauberer etwas merkt. Ich kenne einen Geheimgang. Dazu müssen wir in den ersten Stock. Na los, komm schon. Okay, okay. Und sie folgt uns. Das finde ich auch ziemlich nice. Also, das ist schon eine ganz geile Atmosphäre hier, muss ich wirklich sagen. Allgemein muss ich hier einfach nochmal gestehen, dass was ich hier eingestellt habe, dass das Spiel jetzt so aussieht, es sieht ja echt geil aus. Also, mir gefällt der Link to the Past so richtig gut jetzt. Also, ich bin zwar keine Grafikhure so in dem Sinn, aber es tut mir leid fürs Aufstoßen. Aber wenn es dann auf sowas geht, damit es dann so ausschaut, so malerisch einfach, dann bin ich dann definitiv eine kleine Hure geworden dafür. Alter. Okay. Gehen wir jetzt mal dort oben entlang. Weiter zu haben wir tatsächlich noch nicht. Und da geht's weiter runter. Und dann laufen wir noch im Kreis. Oh Mann, das war nicht mein Ziel. Und meine Intuition. Und dann gehen wir weiter weg. Ich sollte durch SDS. Ich bin einfach RTL-reif. Bom. Oh Mann. Wieso fällt mir eigentlich immer so spontan so ein Blödsinn ein? Und weg mit dir. Drecksack. Eigentlich muss ich... Obwohl, wenn man mal so überlegt, wer ist denn eigentlich hier der größere Drecksack? Ich, weil ich den Typen hinterhältig in den Rücken steche und dann in den Abgrund schieße? Oder er, weil er mich einfach nur abfacken will und nerven möchte? Das ist jetzt eine Frage der Ethik, oder? Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, aber ich bin definitiv auf Linksseite. Dass die gemeinen Dudes sind und nicht er, der sie einfach in den Abgrund stürzt. Weil ich finde das cool. Ich mag das. Also, BÄM! Oh lol. Okay. Eigentlich wollte ich die attackieren und da richtig so reinheizen und so Boom Bats Beats machen und dann. Oh, und dann. Oh, und dann richtig so. Diesen Arm einfach rektal einführen, aber das hat nicht so gut funktioniert wie gedacht. Vom Thronsaal aus gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen. Nur Mut! Okay, zum Thronsaal will sie also. Ich glaube, der war im zweiten Stock, oder? Weil wir waren jetzt schon mal kurz oben. Und das ist jetzt hier wirklich der zweite Stock tatsächlich. Und weil der so gut bewacht ist, denke ich auch, dass hier irgendwas verborgen sein wird. Und Alter, uah, Hilfe, Hilfe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Spammen! Ja! Wieso kann man das nicht so spammen wie in A Link Between Worlds, Alter? Ah! Gott, das Fighting-System, ey. Ist, Alter, der macht mich noch fertig. Jesus. Also das war jetzt gerade echt schwieriger, als es aussah. Und was haben wir hier? Hier kann man die Vorhänge hin und her öffnen. Das finde ich auch ziemlich cool. Also muss ich schon sagen. Und schön, es gibt einen geheimen Trick, den es schon immer gibt. Nämlich, man kann mit dem Schwert gegen die Wand dodgen. Und wenn es irgendwann so einen richtig grellen Ton gibt, dann ist hinter dieser Wand was verborgen. Also dann kann man da durch. Aber hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Und hier ist auch nichts. Okay. Weil ich glaube, sowas müssen wir hier öfters in diesem Spiel machen, tatsächlich. Vielleicht habe ich noch einigermaßen in Erinnerung. Diese Königswappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Das ist dort nämlich stockfinster dort drin und ohne Licht kommt man da nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her, ich helf mir beim Schieben. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Mach schon. Ja, ja, ist gut, Zelda. Und ja, ich habe eine Lampe dabei, keine Sorge. Diesbezüglich. Dann würde ich sagen, schieben wir das Ding dort hinter. Und machen es ganz frei und boots, yeah, yeah. Und es ist zur Seite. Aber Leute, ich würde sagen, an der Stelle beende ich den ersten Part. Also, hinterlasst einen Like und Kommentar, wenn ihr dabei seid bei dem Projekt und es euch auch sehr gefällt. Und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und sehen uns das nächste Mal bei The Legend of Zelda, A Link to the Past. Wenn wir Zelda in Sicherheit geben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage, bis dann und ciao.